At long last, the Imperial blockades of Diskaian roadways have been removed. The Imperial Army has also demolished all related facilities erected around the region. The Provisional Government of Insomnia anticipates increased traffic congestion along most local highways and encourages all citizens to refrain from any unnecessary travel for the time being. So help me figure this out. That was Luna's brother? The High Commander himself. Wartime makes for quick promotions. Even a son of Tenebrae can rise to the top. But why would he want to lead their army? Who cares? Certainly formidable enough on his own. Ugh. If Ravis wants power, I'll give him a taste. Dazu muss man sagen, Ravus fühlt sich von Lucis und Insomnia verlassen und hintergangen. Um es zu erklären. Und zwar gab es einen Angriff auf Tenebrae. Bei dem. Also, Noctis wurde verletzt, war in Tenebrae. Ich glaube, es war so. Ich kann es nicht mehr genau sagen, es scheint fast lange her. Und bei diesem Angriff hat sich die Mutter von Luna schützend vor Luna und Noctis gestellt. Die halbe Familie von den Nox Florel sind ausgelöscht worden. Mastalum sure looks great from this angle. Oh, hey, we should get a picture. Und seitdem yeah, ist... could be a nice shot. With me behind the lens, it'll be picture perfect. Und seitdem ist Ravus nicht gut auf die Königsfamilie zu sprechen, weil er sich, wie gesagt, verlassen von ihnen fühlt und glaubt, sie hätten halt die Mutter schützen müssen. Park. Should be a nice change of pace. Wenn das nicht stimmt, dürft ihr gerne antworten und mich berichtigen. Sorry, Schatzi. Komm, hier, dahin wollen wir. Take a photo. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hab. Let me get this shot. Ich glaube, den habe ich wirklich noch nicht. The gang's all here, see? Us? Ich muss ja sagen, wir haben echt wenig Quests. Ready for more? You bet. Let's hit it. Hit it. Na, 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 na. Bisschen Musik hören. Schönes. Oh, oh, ich zeig euch, was ich eine ganze Zeit lang immer gehört habe. Und zwar ist das, also man sieht, es heißt Ride On, also vielleicht seht ihr es ja nicht, weil es sehr, sehr klein ist, aber es heißt Ride On. Und ist das Travel Theme von Final Fantasy 18, sag ich schon, von Final Fantasy 8. Beziehungsweise es lief halt immer, wenn man mit dem Raumschiff in der Welt herumgeflogen ist. Und einfach, weil ich dieses Gefühl so mochte, als ich das Lied wieder gehört habe, habe ich gedacht, okay, gut, das ist mein Radio, also mein Autolied. Und das lief. Keine Ahnung, wie lange ich gespielt habe und das lief dann immer im Radio. Ich bin ja nur ein bisschen bekloppt.
Nur so ein bisschen. Und so ein ganz klein bisschen. Ich glaube, ich bleibe auch für die restliche Zeit vom Spiel bei diesem Regal hier und gehe nicht mehr zum Monster Truck über. Weil dieses Selbststeuern, da bin ich nicht gerade begabt. Also es ist, ich finde das sehr, sehr schwer. Das heißt zwar, dass es mit Gamepad einfacher ist, aber das liegt mir so gar nicht. Ich bin jede kleine... So what's next? Ask around a little? It's up to Noct. Ich glaube, ich wollte euch ja ein paar schöne Aufnahmen zeigen. Und vor allen Dingen einer der lustigsten Charaktere, also Side-Charaktere, die es gibt. Viv. Das ist Viv. Whoa, whoa, whoa! It's the Crown City's most famous hunters, right? Yeah. Got out while you could, huh? Bad stuff's going on down there. You need cash? Because I need people. What do you say? The job's yours, if you're willing and able. That depends. What's the job? The easy kind. Just need a couple of photos is all. The Disc of Korthus. One from the south, one from the north. I suppose we can manage that. Yeah? That's great, kid. Music to my ears, let me tell you. Now, you're gonna need a camera, so what I suggest... We've already got one. Came prepared, huh? Guess you're ready to roll. Come back as soon as you get the shots. I'll be right here waiting to see what you do. So, an alle Lost-Fans da draußen, die jetzt dieses Let's Play sehen. An wen erinnert euch der Kerl? An wen erinnert er euch? An Hurley, oder? Es ist so Hurley. Gut, mit Haargummi, aber es ist Hurley. Ich habe ihr gesagt, einfach ein bisschen auch das wunderschöne Detail dieser Grafik zu zeigen, wollte ich diese Questkette machen. Also habe ich überlegt, und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, okay, quatsch sie mal einfach mal an, schauen wir mal, wie sie es reinbauen können. Ins Spiel. Ins... Ach, wo renne ich denn jetzt hier wieder rum? Und wieder komme ich durch kein Gemüse durch. Und so. Wir müssen zu Iris. Another nip face is cropped up, frickin' eyesores. You're worried about the people. Da hinten sind auch noch Sidequests, aber diesen finde ich jetzt nicht so toll. Nicht so lustig. Ich werde wirklich nur ausgewählte Sachen machen. Das hier ist ja für die Story. Es ist ja für die Story und ein bisschen für was ist dies? Read. The Cosmogony. The Covenant. The early accounts of Covenants are found in ancient tombs dating back to the time of Cosmogony. To millennia ago, according to such tomes, the rites and are a means which by Oracle summons the Fourth of God. Ja, schön. Wurde erklärt, was dann diese Covenants sind. Das was, glaube ich, Luna für Dings. Oh, Gladdy. What's wrong? I let you down. I never made it to Kaim. The Empire came while you were gone. None of us said a word about Noct. They just showed up and then... Poor Jared. What do you mean?
What happened to Jared? There was nothing we could do! Let the Empire get away with it. They'll pay for what they've done. I promise. I believe in you, Prince Noctis. I'm taking Talcott, and we're going to Kaim. We can't just stay here and do nothing. I understand. Oh, bricht mir fast das Herz. Ich habe noch AP, die ich ausgeben muss, merke ich gerade. Oh, Ravos. Das ist so ein tragisch gut geschriebener Charakter. Ich wünschte, ich könnte diese Fotos alle irgendwie speichern. Also ich speichere sie ja, aber runterziehen. Ich müsste sie irgendwie teilen und dann... I can't let her go it alone, after everything that went down. It'll be a squeeze in the car, but just for a while. Shall we, then? Yeah, I don't want to keep Sid and Cindy waiting. They're fixing up the boat as we speak. We ought to thank them. Actually, Jared's the one we ought to thank. Yeah. He really thought of everything. So, dann müssen wir weiter. Erst zu Iris. Filled her up for ya. Thanks. Ready to roll? Let's get this show on the road. Morning! Who's ready to kick some ass? Ich muss ja immer noch in einem Hotel übernachten. Das
so. Looking at the Regalia really reminds me of home. It sure doesn't look like any of the cars you see around here. And it's a lot roomier, too. I can't imagine trying to cram 5 people, including Gladdy, into one of those things. Have you ever ridden in one? Can't say we have. There was barely enough room for our luggage. Thank goodness you guys could give me a lift. Think the others made it to Kaim all right? I suppose we'll find out when we get there. Ja, aber es ist doch wirklich manchmal echt das Problem mit Autos, dass du eigentlich einen 5-Sitzer hast, aber hinten ist so ein Platz für 2 Lilliputaner oder so. Also, ich hatte ja ein Kombi von einem Freund, also ich selber nicht, also der Freund hatte den Kombi. Whoa, check it out! See that? That's the Rock of Ravito. I'm like 90% sure. Not 100. You almost know your stuff. All thanks to Jared. Und der Kombi von dem Freund, der war, es war ein Kombi, also eigentlich sollte er Platz haben, der das Kombi extra für sein Schlagzeug, das er rumfahren sollte, wollte. Also wollte, es ist jetzt nicht so, dass er hobbymäßig das Schlagzeug einfach so rumgefahren hat, sondern er war Schlagzeuger. Und musste das halt rumfahren, wenn er irgendwann Auftritt hatte. Aber die hintere Sitzreihe war... Thank you for driving, Ignis. Pleasure. Are you the only one that drives? I can drive. So can I. It's not like Iggy's the only one who can drive. He's just the only one we can trust. Wow, are they that bad? Not bad at all, right? Right. But there's no way the big guy's taking any chances with his little sister in the car. Und die hintere Sitzreihe war echt wirklich eng. Gut, ich bin jetzt für eine Frau groß gewachsen, also jetzt mit, keine Ahnung, 1,90 oder so, aber schon größer als die Standard. Sure you don't need a break? I'm okay. You are sandwiched in back there. Have Prompto suffer instead. Really, it's fine. No suffering here. If you say so. Er ist ja ganz froh, bei Noctis eingequetscht zu sein. Nein, und es war echt scheiße, da hinten dran zu sitzen. Und du, keine Ahnung, ich hätte mir die Knie abschneiden sollen. Und dann wäre es okay gewesen, aber... Boah, dieser Kombi war so klein. Unfassbar. Ja, jetzt speak up, ey. I got some bad news, guys! Oh, great. Another floating fortress. Let's pull over. Locked. Relax. We've got this. Wenn wir irgendwo ranfahren, dann bei einem Hotel. Oh, ne, ein Hotel, oder? Ist ein Hotel, wo ich immer nicht? Ein Hotel? Oh, das ist ein Hotel, das ich brauche. Taking matters into hand? Delivering justice for Jared. And for Talca, too. Iris, I'll need you to wait here. All right. So. Das ist jetzt doof, aber wir übernachten jetzt mal hier. Kann ich übernachten? Nein, gut. Careful, Noct. Only fools rush in. I suggest we review our intelligence and devise a plan. You're heading back out? Okay, good luck. Okay, stay. Oh, ho, new faces. And weary ones at that. How's about a room? Iris. Hello? Sheesh, thought I'd never get through. Good to hear your voice, Highness. You recognize mine, don't you? It's Dana. Right, the jeweler. Got that right. The best around. Listen, I've been worried about how you guys are doing. How's about you drop by Galden and mingle for a bit? We'll think about it. Okay, jetzt habe ich leider nicht die Szene triggern können, die ich gerne getriggert hätte. So fahren wir mit dem Auto nicht durch.
Better make tracks. Chop chop, Prompto. Surprised to see him this far out. Leave no plot of land unconquered. Those aren't conquering numbers. Likely building a supply line, it would behoove us to cut. Hoffentlich habe ich jetzt nicht verpasst. Oh, looks the same as before. Looks can be deceiving. We beat them once. They won't make it easy this time. Sorry. And neither will we. Habe ich noch Chocobos? You think Iris is doing all right? She is all alone. She's a big girl. She'll be fine. Ich hatte jetzt einfach keine Lust zu warten. Iris isn't exactly a bring-em-on backstreet brawler, is she? She's tough, but I'd feel better if we got this over with and got back on the road. Magitech engine. It's close. Mein unschreibbares Talent irgendwo festzuhalten. Ach, da kommt hoch. Ja, da kommen wir weiter. Our encounters with the Chancellor seem more than mere chance. See that guy everywhere. I've seen enough of him. Bye bye. Ah, thanks, buddy. Oh, da kommen wir drüber, oder? Na. Sehr elegant, wie du bist. Vielleicht ist da auch der Tor offen. Ach, hier hinten wäre auch noch offen gewesen. Gut. Was sind das eigentlich für unnütze Rohre? Da vorne ist offen. Ja, hätte ich ja nicht sehen können, als ich schon da lang gelaufen bin. Ja. Vorhin echt scheiße bewacht hier. Ich meine, die sehen mich überhaupt nicht, wie ich hier langlaufen. So if Gentiana is not mortal, then she doesn't ever grow older? Yeah. To be forever young. You're on fire today! What can I say? So, what's our plan? Find the base commander and take him into custody. Targeting Metal Man will yield little in the way of reconnaissance, but bones bend easily. We'll split into two groups of two. Prompto and Gladio,
We'll generate a diversion. Oh yeah. Making a scene's what I do best. Noct, are you prepared? You're... Any time now. Oh, scheiße, das wurde doch. Nicht runter, oder was? Noct, are you prepared? Operation to catch a commander is go.